Für Sie, die Sie diese alten Schwarz-Weiß-Bilder ansehen, stammen sie aus einer lange zurückliegenden Zeit. Diese wie Versteinerungen verkratzten Bilder. Stellen Sie sich mein Erstaunen vor, wenn ich zu meinen Lebzeiten hätte sehen können, wie diese Bilder sich zum ersten Mal bewegen. Ich, der aus dem Reich der Schatten zu Ihnen spricht. Sehen Sie, sie winken Ihnen zu. Versuchen Sie nicht, sie zu sehen. Möchten Sie nicht hinter die Scheibe gelangen, auf die andere Seite des Spiegels springen? Aber wie sind Sie da hingekommen? Ich erzähle Ihnen jetzt Ihr Geheimnis. Kinematograph. Wer weiß noch, was dieses Wort bedeutet? Was geschieht da im ersten Stockwerk des Eiffelturms? Ein verkleideter Mann steigt auf einen wackeligen Hocker. Er trägt fast schon ein Karnevalskostüm, ein unechtes Tierfell. Er sieht aus wie ein Tier, das für eine Zirkusnummer dressiert wurde. Einer der Komparsen ähnelt einem Bärenbändiger. Er spricht ihm Mut zu. Der andere bewegt sich nicht. Er wartet. Er wartet auf die Vorführung. Wie Sie. Kino ist die Kunst zu laufen und zu fliegen, zu erscheinen und zu verschwinden. Die Kunst ewig zu existieren. Aber gehen wir nicht zu schnell vor. Ja, kehren wir zurück. Mehrere Jahrzehnte zurück. Als ich am Anfang des Sommers 1837 hierher kam, am Ende eines sehr erfüllten Lebens. Ich, Etienne Gaspard Robertson, der Physiker und in der ganzen Welt bekannte Luftschiffer. Ich, der Phantasmagoriker. Sehen Sie sich mein Grab auf dem Père Lachaise an. Bewundern Sie meinen steinernen Katafalk. Sehen Sie? Dämonen sitzen stolz ganz oben. Ist das nicht eine scheinschwarze Messe? Totenköpfe bewachen mich, Masken, Eulen, Fledermäuse. Mein Name ist ein Künstlername. Geboren wurde ich als Robert in Lüttich. Ich wurde Robertson. Robertson, so wie es die Autoren der Schauerromane, der Gothic Novels machten, dieser dämonischen Bücher, die zur Zeit der Revolution aus England kamen. Sie hätten nicht vergessen dürfen, wie berühmt ich für meine Ballonfahrten war. Man hat mich in Prag, in Madrid, in Wien und bis St. Petersburg gesehen. Am 18. Juli 1803 in Hamburg erreichte ich den höchsten Punkt in der Atmosphäre, an den je ein Mensch gekommen war. 3670 Klafter, über 7000 Meter. Auf den Seiten meines Grabmals fassen zwei Flachreliefs meine Laufbahn zusammen, wie das Positiv und das Negativ einer Fotografie. Diese Erfindung, die ich leider nicht kennengelernt habe. Wie Tag und Nacht. Und in der Nacht war ich berühmt, weil ich Angst einjagte mit meinen Lichtprojektionen. Fast 100 Jahre vor den ersten Vorstellungen des Kinematographen der Brüder Lumière. Zuerst musste man unendlich viele Stufen hinuntergehen. Man musste in die schwarze Nacht des Klosters der Klarissenkapuzinerinnen eintauchen, wo ich das Schauspiel meiner Lichtprojektionen versteckt hatte.
Ich projizierte Geister, rief die Verstorbenen herbei, die Geköpften der Terrorherrschaft, die scheußlichsten Dämonen. Man musste die Hölle zu Hilfe holen, hat der Marquis de Sade gesagt. So viel Grauen hatte man während der Revolution gesehen. Das Volk hatte Spaß daran, in meinen Vorstellungen der Phantasmagorie die Schatten der Tyrannen zu sehen. Ihre Geister gehen voran, ein Schreckensschrei ertönt. Plötzlich trennt sich der Kopf vom Körper. Ein fürchterlicher Donnerschlag kracht los und Freudenschreie begleiten den gewaltigen Ausbruch. Bürger und Herren, ich gehöre nicht zu diesen Abenteurern, diesen unverschämten Scharlatanen, die mehr versprechen, als sie halten. Ich habe im Journal de Paris vom 4. Germinal des Jahres 6 versichert, dass ich Tote erwecke. Ich werde sie erwecken. Die Anwesenden, die das Erscheinen von Personen wünschen, die ihnen lieb waren und deren Leben durch Krankheit oder anderes beendet wurde, sollen es nur sagen. Ich gehorche ihrem Befehl. Und so erweckte ich Bilder in prunkvollen Farben, Visionen, die über die hintere Mauer tanzen, die Runde der lebenden Toten. Im Saal der Phantasmagorie kam es zu Begegnungen, die nirgends sonst stattfinden konnten. Die Angst, die Schalkhaftigkeit, ein wenig Ausschweifung führten Füße von Nachbar und Nachbarin zusammen und manchmal die Hände. Die Lebenden sind dort nicht weniger beschäftigt als die Toten, sagten Lästermäuler. Jetzt kann ich es Ihnen gestehen, ich habe nichts erfunden. Seit 2 Jahrhunderten vollbrachte die Laterna Magica Wunder. Schon in den 1640er Jahren hatte in seiner Abhandlung über die Optik Ars Magna Lucis et Umbrae, die große Kunst von Licht und Schatten, Athanasius Kircher, ein Jesuit, der die personifizierte Neugier war, all die Illusionen vorgestellt, die dieser kleine Projektionsapparat erzeugen konnte. Und ich träumte davon, dass Hofmeister oder Hausierer mit der Laterna von Dorf zu Dorf, von Salon zu Salon ziehen und eine Vorstellung, eine große Vorstellung geben. Die Laternenbilder waren zwar wunderbar, aber sie projizierten unveränderliche Bilder, hoffnungslos unbewegliche. Natürlich hatten meine Ahnen Verfahren erfunden, die Bilder in Bewegung zu bringen, die Überlagerung, die Überblendung und sogar Geräusche. Lange Zeit, auch noch nach mir, bedienten sich die Projektionskünstler der gleichen Tricks. Sie ahnen gar nicht, wie viele Arbeitsgänge man während einer Vorstellung ausführen musste. Alle diese Bewegungen habe auch ich genutzt, bis zum geht nicht mehr. Ich habe alles verwendet. Aber das genügte mir nicht. Also ich
der ich von jenseits des Grabes zu Ihnen spreche. Ich hatte die Idee, meine Laterna Magica auf Räder zu stellen. Das Phantaskop. Mein Projektor macht es möglich, das Bild zu vergrößern. Er nähert sich unmerklich der Leinwand, entfernt sich ganz langsam oder sehr schnell. Wechsel der Dimensionen. Beschleunigung der Proportionen, Rückwärtslauf, Metamorphosen. Man verliert nie die Schärfe dank des Linsensystems, mit dem ich das Objektiv ausgestattet habe. Das Phantaskop ist ein Apparat, um zu sehen. Was zu sehen? Das, was man normalerweise nicht sieht. Ein Apparat, um Gespenster zu sehen. Phantasme, wie Italiener oder Spanier sie nennen. Die blutende Nonne näherte sich den Zuschauern. Sie machten ihr den Weg frei. Ich habe immer nach dem Knalleffekt gesucht, nach der Überraschung. Vor allem der Überraschung. Ich benutzte Rauchentwickler, löste Blitze aus. Zur Stimme des Marktschreiers fügte ich die des Bauchredners. Maskierte Schauspieler mischten sich zwischen die Bilder, damit das Publikum sich nicht mehr sicher fühlte. Schreckenerregende Requisiten vervollständigten die Vorführung. Ich nahm den Zuschauer mit auf die andere Seite des Spiegels. Spiegel hatte ich den Vorhang aus Perkal genannt, diese Leinwand, die ich zwischen den Saal und die Projektionslampe gehängt hatte, welche ich vor den Augen des Publikums versteckte. Ich habe mein Leben lang nur eins gemacht: mit der Angst gespielt. Mit meiner, mit der anderen. Die Angst. Die Angst vor der Leere und vor dem Abgrund. Die Angst vor der Dunkelheit. Die Angst vor den eigenen Dämonen. Das Vergnügen, Angst zu haben. Das Vergnügen, in Angst versetzt zu werden. Nennen Sie das nicht heute Kino? Und dann starb ich. Stendhal nutzte sogar die Gelegenheit und nannte mich einen Taschenspieler. Ja, ja. Ich habe meine Memoiren geschrieben, um nicht als Zauberer betrachtet zu werden. Aber jetzt rufe ich es ins Universum hinaus. Ich bin stolz darauf. Ja, ich war ein Taschenspieler. Ja. Alle Forschungen, die meinen nachfolgten, wollten ebenfalls das Geheimnis der Bewegung einfangen. Das heißt, das, was dem Blick verborgen, aber da ist. Zuerst musste man unendlich viele Stufen hinuntergehen. Man musste in die schwarze Nacht des Klosters der Klarissenkapuzinerinnen eintauchen, wo ich das Schauspiel meiner Lichtprojektionen versteckt hatte. Ich projizierte Geister, rief die Verstorbenen herbei, die Geköpften der Terrorherrschaft, die scheußlichsten Dämonen. Man musste die Hölle zu Hilfe holen, hat der Marquis de Sade gesagt. So viel Grauen hatte man während der Revolution gesehen. Das Volk hatte Spaß daran, in meinen Vorstellungen der Phantasmagorie die Schatten der Tyrannen zu sehen. Ihre Geister gehen voran, ein Schreckensschrei ertönt. Plötzlich trennt sich der Kopf vom Körper. Ein fürchterlicher Donnerschlag kracht los und Freudenschreie begleiten den gewaltigen Ausbruch. Bürger und Herren, ich gehöre nicht zu diesen Abenteurern, diesen unverschämten Scharlatanen, die mehr versprechen, als sie halten. Ich habe im Journal de Paris vom 4. Germinal des Jahres 6 versichert, dass ich Tote erwecke. Ich werde sie erwecken. Die Anwesenden, die das Erscheinen von Personen wünschen, die ihnen lieb waren und deren Leben durch Krankheit oder anderes beendet wurde, sollen es nur sagen. Ich gehorche ihrem Befehl.
Und so erweckte ich Bilder in prunkvollen Farben, Visionen, die über die hintere Mauer tanzen, die Runde der lebenden Toten. Im Saal der Phantasmagorie kam es zu Begegnungen, die nirgends sonst stattfinden konnten. Die Angst, die Schalkhaftigkeit, ein wenig Ausschweifung führten Füße von Nachbar und Nachbarin zusammen und manchmal die Hände. Die Lebenden sind dort nicht weniger beschäftigt als die Toten, sagten Lästermäuler. Jetzt kann ich es Ihnen gestehen, ich habe nichts erfunden. Seit 2 Jahrhunderten vollbrachte die Laterna Magna. Und ich träumte davon, dass Hofmeister oder Hausierer mit der Laterna von Dorf zu Dorf, von Salon zu Salon ziehen und eine Vorstellung, eine große Vorstellung geben. Die Laternenbilder waren zwar wunderbar, aber sie projizierten unveränderliche Bilder, hoffnungslos unbewegliche. Natürlich hatten meine Ahnen Verfahren erfunden, die Bilder in Bewegung zu bringen, die Überlagerung, die Überblendung und sogar Geräusche. Lange Zeit, auch noch nach mir, bedienten sich die Projektionskünstler der gleichen Tricks. Sie ahnen gar nicht, wie viele Arbeitsgänge man während einer Vorstellung ausführen musste. Alle diese Bewegungen habe auch ich genutzt, bis zum geht nicht mehr. Ich habe alles verwendet. Aber das genügte mir nicht. Also ich, der ich von jenseits des Grabes zu Ihnen spreche, ich hatte die Idee, meine Laterna Magica auf Räder zu stellen. Das Phantaskop. Mein Projektor macht es möglich, das Bild zu vergrößern. Er nähert sich unmerklich der Leinwand, entfernt sich ganz langsam oder sehr schnell. Wechsel der Dimensionen, Beschleunigung der Proportionen, Rückwärtslauf, Metamorphosen. Man verliert nie die Schärfe dank des Linsensystems, mit dem ich das Objektiv ausgestattet habe. Das Phantaskop ist ein Apparat, um zu sehen. Was zu sehen? Das, was man normalerweise nicht sieht. Ein Apparat, um Gespenster zu sehen. Phantasme, wie Italiener oder Spanier sie nennen. Die Blutigkeit, ein wenig Ausschweifung, führten Füße von Nachbar und Nachbarin zusammen und manchmal die Hände. Die Lebenden sind dort nicht weniger beschäftigt als die Toten, sagten Lästermäuler. Jetzt kann ich es Ihnen gestehen, ich habe nichts erfunden. Seit 2 Jahrhunderten vollbrachte die Laterna Magica Wunder. Schon in den 1640er Jahren hatte in seiner Abhandlung über die Optik Ars Magna Lucis et Umbrae, die große Kunst von Licht und Schatten, Athanasius Kircher, ein Jesuit, der die personifizierte Neugier war, all die Illusionen vorgestellt, die dieser kleine Projektionsapparat erzeugen konnte. Musik.
Und ich träumte davon, dass Hofmeister oder Hausierer mit der Laterna von Dorf zu Dorf, von Salon zu Salon ziehen und eine Vorstellung, eine große Vorstellung geben. Die Laternenbilder waren zwar wunderbar, aber sie projizierten unveränderliche Bilder, hoffnungslos unbewegliche. Natürlich hatten meine Ahnen Verfahren erfunden, die Bilder in Bewegung zu bringen, die Überlagerung, die Überblendung und sogar Geräusche. Lange Zeit, auch noch nach mir, bedienten sich die Projektionskünstler der gleichen Tricks. Sie ahnen gar nicht, wie viele Arbeitsgänge man während einer Vorstellung ausführen musste. Alle diese Bewegungen.